Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um einen neuen Diss-Track gegen Babasat. Kurz nach Capital Bras öffentlicher Trennung von Bushido meldete sich völlig aus dem Nichts sein alter Bekannter wieder zurück. Babasat ergriff das Wort und erklärte, dass er in der Sache voll und ganz hinter seinem ehemaligen Freund und Partner steht. Für ihn wäre dies eine Sache der Loyalität. Viele Fans freuten sich, dass Babasat seinem CCN-Partner zur Seite steht. Eine Person brachte das jedoch mächtig auf die Palme, und zwar so sehr, dass gleich ein Diss-Track gegen den 33-Jährigen angekündigt wurde. Die Rede ist von Punch Arroganz, der jahrelang als Künstler bei Babasats Label Halunkenbande unter Vertrag stand und gute Charteinstiege verzeichnen konnte. Trotzdem habe er nie das Geld gesehen, das ihm durch seine Alben eigentlich zustehen würde. Aufgrund dieser Vorgeschichte bringen die aktuellen Aussagen von Zart einen ehemaligen Schützling zur Weißglut. Darum gibt er in einer neuen Ansage offiziell bekannt, dass er einen zweiten Teil seiner 100 Bars veröffentlichen wird und darauf mit Babasat abrechnen will. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.